Ich will endlich aus diesem Albtraum raus. Okay. Hey, Sandra. Jake? Nö, der Weihnachtsmann. Jo, wer sonst? Bestimmt nicht dieser Spast Ellen. Was machst du im Gefängnis? Dieser kranke Polizist hat mich eingesperrt, weil ich etwas gestohlen habe. Ich habe total die Angst. Ich will nicht, dass er mit mir das gleiche macht wie mit dem anderen Mann. Bitte hilft mir. Kein Problem, ich finde schon einen Weg, dich da rauszuholen. Okay, aber bitte beeil dich. Jo, nur keine Hektik, ich kriege das schon hin. Ziegelsteine. Hust, hust. Komm mit, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Komm mit, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Ja, ich stimme Basti. Bitte tun Sie mir nichts. Das kommt ganz auf dich an. Weiß jemand, dass du in Dystic Creek bist? Red schon. Ob ich? Ja, meine Eltern wissen das. Sie warten bestimmt schon auf mich. Du lügst. John hat gesehen, dass du hergekommen angekommen bist. Ich hasse es, wenn man mich jemand belügt. Du hast so schöne, weiche Haut. Null. Was verdammt nochmal machst du da? Wonach sieht es denn aus? Willst du dich über mich lustig machen, du kleiner Scheiße? Dafür schlage ich dir die Fresse ein. Dann komm doch her. Dün, 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 dün. Bist du ein bisschen verkalkt, was? Alles in Ordnung, Sandra? Ja. Du Bastard, kommst hier nicht mehr lebend raus. Mann, du machst mir vielleicht Angst. Du hast ihn umgebracht. Hat doch selber Schuld, wenn er auf die Glasscherben fällt. Besser als wir. Aber was machen wir denn jetzt mit dem? Gar nichts. Wenn wir Glück haben, findet den erstmal keiner. Du glaubst doch nicht, dass ich davon den Stadtbewohnern erzähle. Die bringen uns um, wenn sie das erfahren. Das versuchen sie auch schon so. Ja, echt total krank, die Stadt. Sie machen aber einen großen Bogen um unsere Zimmer. Frag mich nicht, wieso. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zurück ins Hotel, okay? Ja, na gut. Meinst du, wir sind hier wirklich sicher? Na klar, die Stadtbewohner trauen dich nicht in die Zimmer. Wie machst du das nur? Ich meine, wie kannst du nur so ruhig bleiben? Keine Ahnung. Ich fühle mich schon die ganze Zeit so, seit ich in der Stadt bin. Selbst das mit den Polizisten hat... Hey, mach dir keine Gedanken um den Spinner. Das ist für alle besser, wenn er tot ist. Der hätte mich ohne mit der Wimper zu zucken totgeschlagen. Ja, du hast es schon recht. Eigentlich ist es mir auch egal. Ich will hier einfach nur weg. Mit dir. Was soll das? Du spinnst wohl. Woher soll ich denn wissen, dass du so verklemmt bist? Blöder Idiot. Weißt du was? Ich verschwinde ohne dich aus der Stadt. Geh doch zu diesem Ellen, wenn du den so toll findest. So, Mann. Das war so dumm von mir, ihn rauszuschmeißen. Wie soll ich ohne Jake aus der Stadt rauskommen? Ich kann doch gar kein Auto fahren. Dum, dum, dum. Was ist mit Ellen? Der könnte mich doch auch mitnehmen, wenn er noch lebt. Der alte Indianer wollte mir ja auch helfen. Morgen. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Irgendwie komme ich schon aus dieser Stadt lebend raus. Ich fühle mich müde. Ich lege mich bis ein wenig hin. Aber habe ich nicht irgendwas vergessen? Ja, das hast du. Gegenstände. Traumfänger. Ja. Lange habe ich zwar nicht geschlafen, aber bis jetzt gar keinen Schlaf. Was sollen wir jetzt machen? Gegenstände. Wir haben Schlüssel meine ich. Schlüssel kann man sich besser. Schneiderschlüssel. Ja, auf zum Schneider würde ich mal sagen, oder? Würde ich mal ganz stark behaupten. Okay. Die Tür war offen. Und das ist das Zimmer entweder von Jake oder von Ellen. Ich glaube aber von Ellen.
Dort ist nun das WC. Er steckt es nur Allens Tasche. Scheiße, Allen ist tot. Ey, der hat einen der hat auch einen Traumfänger. Okay, die Tür ist offen, also gut. Die Tür ist abgeschlossen. Nichts Besonderes. Okay, ich hab Angst um Ellen. Alte Bücher. Alte Bücher sind doch voll cool, Mann. Nichts gegen alte Bücher, Mann. Digga. Alter. Ja, okay, gehen wir mal nach oben. Nach oben, nach oben. Ist so toll, lol. So. An der Tür ist ein Zeilenschloss. Daneben steht ein Morse-Code. Morse-Code? Nein, kein Plan. Schokoladenknopf erhalten. Oh, what the fuck? Ach ja, Schokoladenknopf. Ah, verdammt. Wo war der nochmal? Diese Scheiße. Ich glaube hier. Nein. In einem von den Häusern war diese Schublade, die man nicht aufkriegt ohne einen Schubladenknauf. Irgendwelche Romane? Nein. Hier nicht, so wie es aussieht. Dann war es in den anderen Häusern. Zwei kleine Kartons. Nein. Okay, okay, dann was? In dem oberen Haus vielleicht? Nee, glaube ich nicht. Ah, so, hier was. Sag ich doch. Schlüsselpunkt erhalten. So, und diesmal passiert hier der Bug wirklich nicht. Das ist gut. Schlüsselbund haben wir jetzt erhalten. Und das ist noch größer als der vorherige, so wie es aussieht. Am Boden hängen mehrere Schlüssel, auf einigen ist etwas eingeritzt. Dort steht Motel, Bar, Fleischerei und Polizeirevier. Motel, Bar, Fleischerei. Oh nein, nicht eine Fleischerei, bitte nicht. Och du Kacke, eine Fleischerei. Oh fuck, Leute. Hallo, Leute, eine Fleischerei. Hallo. Oh, geil. Ich liebe dieses Spiel jetzt noch mehr, seit ich diesen Bug nicht mehr habe. Okay, kurze Pause, bis gleich. Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Inventar Screen oder Hauptmenü Screen. Ja, heute stellen wir uns dem Rätsel der Karten. Wir haben drei Karten. Eine von der Stadt, eine von dem Untergrund und eine von der Mine. Ja, okay, wir machen es weiter. So, ist das die Fleischerei? Die Kiste ist abgeschlossen. Schade. Na, ah, doch. In den Schubladen sind Werkzeuge. Nehmen Sie doch mit. Die Kiste ist abgeschlossen. Nimm welche Spülmittel? Hey. Oder warte, kommt doch der Bug? Nein, warte, da gehen wir noch nicht hin. Ich muss mal die Tür gucken. Eine Nachricht. Joey hat mal wieder den Schlüssel in die verstopfte Toilette fallen lassen. Kümmere dich endlich darum. Was für eine Sauerei. Die Tür ist abgeschlossen. Ach nee, wir müssen dann den Schlüssel rausholen. Wie geht. Keine Ahnung, was das für eine Maschine ist. Ja, ich auch nicht. Die Tür ist verschlossen. Jemand hat das Rohr abmontiert. In den Kisten sind Ersatzteile. Müssen wir vielleicht spülen? Spüle runter. Okay, noch nicht. Wartet, haben wir ein paar Gegenstände, die wir benutzen könnten? Zum Beispiel die Handschuhe? Nein. Okay, gut. Geht nicht. Okay, schade. War ein Versuch wert. Also, so wie es aussieht, gibt es hier nichts. Oder? Warte. Im Schrank sind Whisky-Flaschen. Gut. Trink doch mal ein bisschen. Die Tür ist abgeschlossen. Lol. Wir haben doch einen Schlüssel, Mann.
Ein paar Kartons. Da oben ist was. Ich seh's. Das ist kein Karton. Okay, hier ist nichts. Dann gehen wir mal in die Fleischerei, wenn wir die finden. Da gehe ich lieber nicht mehr rein. Schade. Das war doch so nett. Verdammt nochmal. Ich glaube, ich weiß, wie die Fleischerei ist. Kann das sein? Da hat jemand was hingesprüht. Glaube ich mal. Die Tür ist abgeschlossen. Aber die ist nicht abgeschlossen, oder? Gut, die ist auch abgeschlossen. Okay, ich habe schon verstanden. So, was haben wir? Oh, verdammt nochmal. So. Geh mal hier hin. Hier waren wir ja noch nicht. So, Schneider, Polizeirevier. Metzger. Irgendwelche Werbung. Und Maden. Es lebt noch. Ich muss hier weg, bevor es mich sieht. Zu spät, würde ich mal sagen. Es ignoriert mich. Vielleicht, weil es ich störe, dann greift es mich bestimmt nicht an. Morsecode erhalten. Das ist ein Arm von einem Menschen. Scheiße, das Typ ist weg. Dort gehe ich nicht runter. Schade. Ich wollte mit dem Kleinen spielen. Was stand da noch? Ach, egal. Wir haben ja den Mausecode und den setzen wir, glaube ich. Wo wird er nochmal? Scheiße, ich hab's vergessen. Ach ja, die Schneiderei, glaube ich. Gegenstände. Ja, ich muss fietzen. Ja. Toll. Achso, 4204 versuchen wir mal. 4204. Es tut sich nichts. Dann eben 1351. Glaubst du, ich kenne mich mit Mausecodes aus, Alter? Okay. Notizen. Okay. Was könnte das erste wohl bedeuten? Verdammt, ich hab keine Ahnung, Alter. Vielleicht 9759. Versuch mal. 9759. Okay, Leute, ich bin gleich wieder da. Bis gleich. So, der Code war 1759. So gut. Ich kriege die Mitleidplatte dann auch nicht schon wieder. Wollen wir nicht erstmal abspeichern? Ja, komm, gehen wir erstmal abspeichern. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Die Puppe wurde eingewickelt. Das ist keine Puppe. Ja, ich weiß schon. Gegenstände. Hä? Ich kriege die Metallplatte nicht hoch. In ihr ist eine Vertiefung für einen Griff. Okay, ein Griff. Okay. Toll. Ja. Griff. Dort gehe ich nicht mehr rein. Naja. Das war das Monster. Die Puppe wurde eingewickelt. Waren die wirklich? Okay, dann gehen wir mal wieder ins Polizeirevier. Vielleicht ist ja hier was. Pfefferspray. Wozu brauchen wir Pfefferspray? Setz Angreifer außer Gefecht. Ah, okay, cool. Schlampe. Auch für drei Mann, weil das war aber egal. Pfefferspray, okay, gut.
müssen aber immer noch dieses gottverdammte Dings da für den Eingriff. Wir brauchen einen Griff. Gegenstände? Nö. Okay. Verdammt, ich hab solche Angst, Mann. Denke ich nicht, aber egal. Ja, ich brauch einen Griff. Ich brauch immer noch einen Griff. Nein, hier ist bestimmt nichts. Das ist alles für Skorpione. Ja, schon klar. Hä? Verstehe ich nicht. Wo könnte der Griff sein? Da haben wir schon geguckt. Gucken wir mal hier nach. Nein. Gucken wir mal hier durch nach. Nein. Ein Loch in der, für eine Kurbel. Ja, okay. So viel wissen wir schon mal. Gucken wir mal da oben. Nichts. Schade, schade. So, hier vielleicht. Die Tür ist abgeschlossen. Speichern wir mal. Der Wurm schläft. Das ist doch gut. Die Tür ist abgeschlossen. Nein, auch nicht, okay. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, das war's fürs Erste von mir. Wir gehen noch abspeichern. Ja, genau. Wir speichern kurz ab und dann war's das fürs Erste. Wir sehen uns dann nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Desert Nightmare. Okay, ciao.